Erinnerung auch, die meisten wissen es ja wahrscheinlich, also er ist geboren worden 1913 in Chemnitz, 1933 Emigration nach Prag, 1935 in die USA, 1943 Eintritt in die US-Armee, Teilnahme an der Normandie-Invasion, seit 1952 in Ost-Berlin, von 1953 bis 1956 war er Kolumnist der Berliner Zeitung. Zunehmende anhaltende Probleme bei der Veröffentlichung seiner Arbeiten, die ab 1970 nur im Westen erscheinen konnten. Zu seinen wichtigsten Büchern gehören Kreuzfahrer von heute, Fünf Tage im Juni, Colin, Nachruf, Der König David Bericht, Radek, Der Winter unseres Missvergnügens, Parkrider, Erzählungen, Reden, Essays. Stefan Heim stirbt 2001 im Alter von 88 Jahren während einer Reise in Israel. Ein Brief von Wolfgang für diese Veranstaltung. Anfang der 50er Jahre teilte ich über Heims Roman Kreuzfahrer von heute mit vielen Kriegsteilnehmern das große Aha-Erlebnis. Es gab den Anstoß zu meinem eigenen Kriegsbuch und dass Stefan zu dessen Premiere im Schriftstellerverband Anfang 1955 zeigte, dass er es ernst nahm, begründete unser tiefes Verbundensein über seinen Tod hinaus. Und macht damit die Entscheidung endgültig, die erste, die sein Leben umformen wird, und schreibt, als der Genosse Meyer fragenden Blicks ihm das Blatt zuschiebt, unter das Gedicht mit dem Titel Exportgeschäft den Namen Helmut Flieg. Zu Hause verschweigt er die große Neuigkeit. Er möchte das gedruckte Werk auf den Tisch legen und die freudige Überraschung der Eltern erleben. Aber am Nachmittag geht er und kauft, sein Honorar sofort nützlich anlegend, die ersehnte Schreibmaschine, eine Continental Portable, die ihn ins Prager Exil begleiten wird und nach Amerika und die der Sergeant S.H. mit sich schleppt bei seiner Landung in der Normandie, die Schiffswand hinab an schwankendem Netz und quer durch Europa nach Deutschland zurück und wieder hin und her über den Atlantik und auf der er noch allerlei Gedichte schreiben wird und Zeitungsartikel und Flugblätter und Radioskripts und Reportagen und Romane in deutscher und in englischer Sprache, bis er sie endlich zur Ruhe abstellt im Schrank, neben seinem Arbeitszimmer in Grünau. Dort steht sie jetzt, sauber und geölt und immer noch schreibbereit. 1, 2, 3, 4. Die Herren exportieren deutsche Wesen zu den Chinesen, zu den Chinesen. 1, 2, 3, 4. Gasinstrukteure, Flammen, Granaten auf arme, kleine, gelbe Soldaten. Davon wird die Welt genesen. 1, 2, 3. Hoffentlich. Lohnt es sich! Interview von Regine Silvester. Inge Heim im Gespräch über das Leben mit einem trotzigen Schriftsteller. Ein schöner Garten vor Heim. Ja, aber es ist lange nichts mehr gemacht worden. Ich bin müde seit Stefans Tod. Wie lange waren Sie zusammen? 35 Jahre. Was ist das erste Erinnerungsbild an Ihren Mann? Mai 1965, Autobahnraststätte Bitterfeld. Ich war mit Kollegen der DEFA unterwegs nach Weimar zum Schriftstellerkongress. Wir machten eine Pause. An einem Tisch saß ein Herr. Er trug ein Seidentuch, trank Kaffee und las eine englische Zeitung. Ich dachte, ein Ausländer. Wir setzten uns dazu. Am Nebentisch saß Neruda mit seiner Frau. Ich redete wie immer. Der Herr lächelte. Aber meine Kollegen waren irgendwie gehemmt. Als er ging, sagte einer, ja, weißt du denn nicht, wer das war? Stefan Heim. Was, Sie kannten ihn nicht? Na, nicht persönlich. Ich hatte natürlich Kreuzfahrer von heute gelesen. Ein Kultbuch für meine Generation. Auch Heim wurde 1965 Gruppenbildung vorgeworfen. Mit Robert Habermann und Rolf Biermann. Ja, Stefan war in einer ziemlich verzweifelten Situation. Seine Bücher wurden nicht mehr gedruckt und die neuen, Tag X, über den 17. Juni und die Architekten durften nicht erscheinen. Er verbarg die Enttäuschung hinter einer Maske. Was für eine Maske? Abwehrend, kurz angebunden, bis zur Unhöflichkeit.
Dahinter war ein verletzlicher, empfindsamer, wacher, erotischer Mann. Aber auch seine Coolness und Härte waren echt. Diese Eigenschaften hatte er als Immigrant gebraucht. Wir redeten, er hatte ja niemanden mehr, keinen Verlag, keinen Lektor. Seine kranke Frau, früher die beste Beraterin, konnte ihm nicht mehr helfen. Ich hatte an der Filmhochschule Regie studiert. Ich wusste, wie man eine Szene baut und Dialoge schreibt. Hat er auf Sie gehört? Vom ersten Augenblick an gab es Kampf und Widerspruch. Er war ein Macho. Frauen waren für ihn wie ein schöner Biedermeierschrank. Etwas, das man besitzen möchte. Er wusste, wie man Frauen auflaufen lässt. Ich musste aufpassen, nicht von ihm gefressen zu werden. Aber er musste sich auch gegen mich wehren. Ich hätte ihn sonst, so wie ich nun einmal bin, dominiert. Er war 20 Jahre älter als Sie. Ja, aber es kam uns vor, als ob wir sehr, sehr jung wären. Wir hatten das Gefühl, als wäre ich 12 und er wäre 16. So fing unsere Beziehung an. Haben Sie an Ausreisen gedacht? Für Stefan war klar, dass er bleiben würde. Er hatte diese Haltung. Wollen wir doch mal sehen. Aber wir verstanden die, die ausgereist sind. Jurek Becker oder Günter Kuhnert zum Beispiel waren schon in ihrer Kindheit Verfolgung ausgesetzt. Verfolgung war für sie ein Trauma, sie mussten gehen. Woher nahm er in seinem Alter die Kraft? Ein starker Willen, Spaß an der Arbeit, gesunde Lebensweise. Er rauchte nicht. Allerdings saß er lieber am Computer, als Spaziergänge zu machen. Fußmärsche nannte er das und sagte, ein Jud gehört ins Kaffeehaus. 1994 ließ sich Stefan Heim, der sein Leben lang in keiner Partei war, als Kandidat der PDS für die Bundestagswahl aufstellen. Er ging mit 81 Jahren in die Politik. Warum tat er das? Ich war sehr dagegen. Ich hätte ganz gern noch ein bisschen auf andere Art mit ihm gelebt. In Ruhe arbeiten, verreisen, Beziehungen zu den Freunden pflegen. Nicht immer dieses Gehetze. Aber auf der anderen Seite brauchte er Herausforderungen. Trotzdem überraschte sein Engagement für die PDS. Ja, erstens haben wir gewusst, dass es in dieser Partei Leute gab, die Reformen wollten. Noch als die DDR existierte, zu allen Zeiten. Leute mit Parteilügen, mit Brüchen in der Biografie, mit Verletzungen. Die Widersprüche in der Gesellschaft gab es doch auch in der Partei. Zweitens war es auch ein Spaß. Wir haben in den Wahlveranstaltungen die Gesichter meiner ehemaligen Genossen gesehen. Die mussten ganz schön schlucken, dass ausgerechnet Stefan Heim, der gestern noch der Klassenfeind war, nun ihre Partei retten sollte. So kam es zu dieser Rede als Alterspräsident im Bundestag. An dieser Rede hat er lange gearbeitet. Ich hatte nur Angst, dass er das körperlich nicht aushält. Aber dass er als Antifaschist, als Jude, als ehemaliger amerikanischer Offizier den Bundestag eröffnen würde, das hat ihm gefallen. Im Dezember 2001 reiste sie mit ihrem Mann nach Israel. Er hielt einen Vortrag über Heinrich Heine. Drei Tage später blieb sein Herz stehen. Er litt an Herzinsuffizienz. Aber diese Reise nach Jerusalem wollte er unbedingt machen. Heine hat ihn durch sein ganzes Leben begleitet. Und Stefan hatte 1993 in Israel den Jerusalem-Preis bekommen, den höchsten Literaturpreis des Landes. Was sind Ihre letzten Erinnerungen? Wir haben oft nachts wach gelegen und uns aneinander festgehalten. Von Ossip Mandelstam gibt es ein Gedicht. Einige Zeilen hatte Stefan sehr gern. Und die Arme gekreuzt auf der Brust, so sterben Liebende, immer am zärtlichen Himmel vorbei. Schwarzenberg, Stefan Heim. Der Krieg ist zu Ende und die Siegermächte machen sich an eine Neuordnung Deutschlands. Doch ein kleines Fleckchen Erde in der kargen Erzgebirglandschaft Schwarzenberg wird dabei einfach vergessen. Max Wolfram, ein jüdischer Linker, der unter Hitler wegen Hochverrat zum Tode verurteilt wurde, durch Zufall und eine Bombe überlebte und zum Kriegsende nach Schwarzenberg kam, schreibt gerade an der Verfassung für die Republik Schwarzenberg. Was jetzt zu folgen hatte, wusste er. Der Katalog der Freiheiten
war etwas, mit dem er sich seit seiner Studienzeit befasst hatte. Aber gerade das, was noch zu tun war, reizte ihn. Er hatte es sich bis zum Schluss aufgehoben. Ein Gedankenspiel. Das Spiel mit dem Gedanken der Freiheit an sich. Der Freiheit des Gedankens. Wie hatte doch die Luxemburg gesagt? Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Arme, wunderbare Frau. Vielleicht hatte ihr unzeitiger Tod unter den Händen der Mörder verhindert, dass sie selbst eines Nachmittags mit dem aus ihrer Philosophie erwachsenen Dilemma konfrontiert wurde. Und der Dentist sagt, Sie werden sich gewöhnen, Herr. Aber du gewöhnst dich nicht. Und wenn du dich endlich gewöhnt hast, an der lästige Eigenschaft von deinem Gebiss, entwickelt es schon eine neue Eigenschaft. Welche ist noch lästiger wie die erste? Und an welche du musst dich wieder gewöhnen? Oder du sitzt in einem Fernsehstudio und wartest auf die Talkshow, dass die anfängt, für welche sie dich herangeholt haben von deinem Schreibtisch, damit du kannst den Leuten ein Stück von deiner Altersweisheit geben. Und vorher stellen sie vor dich hin einen Coke und ein Schleppes und leckere Brötchen, belegt mit Ham und Tartar. Und du bist verfressen. Eben. Beißt hinein in das Brötchen. Und plötzlich gibt es einen Klaps. Und du spierst zur rechten und zur linken einen halben Gaumen heraus. Mit kitzlichen Zähnen dran. Und kannst nicht mehr beißen und kaum und auch nicht mehr richtig essen. Und musst erzählen den Mädchen, welche dich schminken und pudern für deine Talkshow. Tut mir leid, Girl. Aber ich kann mich nicht hinstellen vor die Kamera, vor das ganze wiedervereinigte Deutschland und über Sporn schimpfen. Natürlich behaupten die Girls, dass ich nicht nuschle und dass ich nicht schlechter spreche wie der Herr Bundeskanzler. Aber besser wie der spreche ich auch nicht. Sag ich und nehme meinen Hut und setze mich in mein Taxi. Ein geschlagener Mann. Und alles wegen meinem Gebiss, welches ist mitten durchgebrochen. Von meinem bis auf mein Brötchen. Habe ich mir zusammenkleben lassen, mein Gebiss, und habe mir anfertigen lassen von meinem Dentisten noch ein Gebiss. Nämlich zum Ersatz für meinen Ersatz. Und als eine Reserve im Fall es nötig sein wird, und welche ich stets bei mir trage, in meiner Handtasche, zusammen mit noch einem Hörgerät, was ich mir auch noch zugelegt habe. Nur das Einweckglas mit meinen herausgemeißelten Hüftknochen in Formalin bleibt zu Hause auf meinem Bücherregal als Warnzeichen. Was der Mensch ist doch für ein gebrechliches Wesen. Wenn ihr aber nach all dem noch wollt ihr Altersweisheit von mir, so werde ich euch eine geben. Beißt in die Brötchen, solange ihr noch könnt.